willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch ja noch meine Ausbeute von meiner Klamottentauschparty zeigen. Ja, tatsächlich sind einige Dinge zusammengekommen. Ich muss aber sagen, ich bin mehr losgeworden, als ich mitgenommen habe. Habe jetzt auch viele Dinge mitgenommen, da war ich mir gar nicht so sicher. Ich hatte aber nicht bei jedem Teil Lust, das wirklich anzuprobieren. Ich schaue mal. Ich bin selber ganz gespannt, was sich jetzt alles hier in meinem Tütchen noch befindet. Bei mir wurden denn doch, dadurch, dass es in meiner Wohnung stattgefunden hat, einige Dinge untergejubelt. Ja, ich weiß auch nicht. Die fanden sich dann irgendwie so in meiner Handtasche wieder, wo ich dachte, naja, egal. Auf jeden Fall fange ich mal an. Ich fange mal mit dem ersten Teil an. Und zwar steht es hier auf meinem Tisch. Das fällt mir gerade ins Auge. Das haben wir noch an dem Abend selbst gebastelt. Es sind diese Zweige hier, fand ich, passten optimal in meine Vase. Deswegen habe ich mich gleich schon mal auf die Frühjahrsdeko eingestimmt. Die waren eigentlich viel zu lang. Die haben irgendwie so gebogen, dass es hier genau reinpasst. Das werde ich hier auch nie wieder raus entfernen. Aber ich fand das ganz süß und finde, das passt ganz gut. So, dann machen wir weiter mit ein paar Schuhen. Da war ich mir zuerst sehr unsicher. Ich glaube, weil meine Mutter solche trägt und ich damit aussehe wie meine Mutter. Aber ja, die sind mega bequem, passen sehr gut und ja, ich weiß nicht. Ich habe sowas so in der Farbe nicht. Ich habe welche in Schwarz und ja, ich glaube, damit kann ich auch jedenfalls Auto fahren mit den dünnen Absätzen. Ich weiß nicht, ich krieg's einfach nicht gebacken, mit hohen Schuhen Auto zu fahren. Und mit der Kleinen will ich das auch irgendwie nicht aufs Spiel setzen und einfach ausprobieren. Deswegen sind die, glaube ich, so ganz cool für den Alltag. Dann kommen wir zur Tüte. Da habe ich noch ein weiteres Paar Schuhe abgesahnt. Und zwar diese Nike Air Max hier. Ich war mir zuerst ein wenig unsicher wegen dem Orange. Ich glaube, das ist eher sowas für den Sommer. Ich habe halt sehr wenig Orange zum Kombinieren, aber ich dachte, mit was Schlichten geht das bestimmt. Und ich war immer so unsicher, ob mir Air Max generell überhaupt stehen oder nicht. Und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und wie gesagt, sonst gibt es bestimmt nochmal eine Tauschparty. Notfalls vertausche ich sie wieder. Sie sind auf jeden Fall super bequem. Also, das kann ich nur empfehlen. Also, wem es egal ist, wie er aussieht, Leute, kauft euch diese Schuhe. Sie sind mega bequem. So, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich mitgenommen, den fand ich auch mega cool, hier so ein Beutelchen. So ein Jute-Beutel. So ein bisschen im Leder-Style. Das steht so LA steht da drauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ist halt auch schwarz auf schwarz. Aber finde ich mega praktisch, gerade mit der Kleinen. Auch wenn man nur mal vor die Haustür geht, kann man das irgendwie ganz cool umnehmen. Ja, dann. Gab es dieses Ding. Oh, ich habe das auch in schwarz. War mir nicht sicher, wie ich das in weiß kombiniere. Aber ich finde gerade so für den Sommer am Strand mal so zum Überwerfen oder so, finde ich das ganz praktisch. Deswegen habe ich das auch nochmal mitgenommen. Ich mag so die Dinger sowieso irgendwie ganz gerne. Ja, dann gab es einen Pulli mit so einem Herzchen. Der ist, glaube ich, für jetzt auch noch so ganz cool. Hält schön warm. Bin ich sehr gespannt. Aber den werde ich auf jeden Fall die Tage gleich mal anziehen. Ja, machen wir weiter mit einem T-Shirt. Ich fand es cool, aber wir hatten alle das Problem, keiner weiß, wie man es kombiniert. Ich weiß auch nicht, ob ich das bin. Also ich habe gar nichts im Bundeswehr-Style. Ich dachte, es ist mal was anderes. Ja, also ich bin gespannt, wie ich es kombiniere. Ich werde es definitiv anziehen. Ich mache das auf jeden Fall so, dass ich jetzt in meinem Kleiderschrank diesen Stapel mit diesen Klamotten mache, die ich ertauscht habe und sie zumindest alle einmal anziehe und dann beim Anziehen sehe, ob sie mir weiterhin gefallen oder nicht. Ebenso diese Hose. Leute, ihr könnt jetzt sagen, ich bin der letzte Asi, aber ich fand es irgendwie cool. Ich finde, sie hat was. Also ich glaube, vielen gefällt es sicherlich nicht, das kann ich auch vollkommen verstehen, aber ich fand die so für zu Hause zum Chillen super entspannt und ich hatte schon mal so eine und es fanden auch alle hässlich, aber es ist so bequem, Leute, und gerade im Sommer ist es mega praktisch. Also zur Arbeit werde ich da vielleicht nicht mit steppen, aber sonst fand ich sie irgendwie, ja, für zu Hause mega cool, für draußen, für den Garten, wie auch immer. Ja, dann noch ein Langarm-Shirt von Only ist das, ja, oder so ein Dreiviertelarm, genau. Daran mangelt es mir noch, beziehungsweise meine sind schon so, ja, so ein bisschen verfärbt. Die sind nicht mehr so schick. Ebenso dieses hier, also so schlichte, einfache Dinge.
habe ich auf jeden Fall einige gefunden, weil irgendwie, die trage ich halt so oft immer, dass sie irgendwie, ja, nicht mehr so schön sind. Das ist auch ein bisschen länger, auch mit einem Dreiviertelarm. Also ich brauche meistens was mit Arm, weil ich solche dicken Arme habe. Das kam mir auch ganz gelegen. Da bin ich noch nicht so sicher, ob es mir zu durchsichtig ist, aber ich trage halt eh immer so Tops unter. Deswegen denke ich, dass das ganz cool sein kann. Ja, dann kommen wir zu weiteren schlichten Dingen. Übrigens, Leute, noch mit Etikett. Der Konsumwahl in Deutschland. Und zwar zwei, ja, schlicht würde ich sie nicht nennen, aber doch zwei schlichte farbige Spaghetti-Tops von New Yorker, anscheinend ungetragen. Die habe ich auch nochmal mitgenommen für den Sommer. Kann man ja immer ein bisschen Farbe tragen und das sind ja komplett beide Farben. Und das passt auch zu den Schuhen. Aber ich bin ja eigentlich nicht so, dass ich nur einen Top trage. Aber vielleicht mal zu Hotpants oder so. Ich glaube, das wird ganz cool. Ja, dann habe ich, glaube ich, einen Fehltritt begangen. Also, ich weiß es nicht. Es gab dieses Kleid. Dieses. Mir kam es so bekannt vor, dass ich die ganze Zeit dachte, dass es mein Kleid wäre. War es aber nicht. Ich finde es vom Schnitt mega, weil es hier vorne kurz, hinten lang, das ist ja absolut mein Stil. Ah, trägerlos, weiß ich nicht. Mit dem Gold bin ich mir auch unsicher. Ich wollte es einfach mal anziehen und nochmal danach überlegen, ob ich mich darin wohlfühle oder nicht. Aber es war irgendwie so witzig. Es war auch eine Bekannte da. Aber wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, haben jetzt aber nicht so viel miteinander zu tun. Sie ist vom Typ komplett anders als ich, aber jedes zweite Teil auf ihrem Stapel hatte ich auch. Super strange. Also wir haben komplett, glaube ich, den gleichen Kleiderschrank, obwohl wir in unserem Leben noch nicht einmal zusammen shoppen waren. Ich fand es so kurios und dieses Kleid ist auch von ihr und ich habe gesagt, so komm, ich gebe ihm noch eine Chance. Ich meine, ich hatte es auch schon mal, ich bin mir sehr, sehr sicher. Da waren so einige Teile, wo ich dachte, okay, probierst es einfach mal. Ja, dann machen wir weiter. Dann habe ich hier noch ein anderes Top mit solchen Trägern, also wie gesagt, Tops kann ich nie genug haben. Ich finde, die leiern immer nach einer Zeit so aus. Ja, dann habe ich ein Kleid in Rot. Ich habe ja nichts in Rot. Ich finde irgendwie, es könnte schön sein. Das ist so ein ganz langes, in so einem, ja, ich würde sagen, mehr so Bordeaux. In der Kamera sieht es ein bisschen hellrot aus. Das ist eigentlich eher ein Bordeaux-Rot. Das geht halt so lang runter. Ich hatte es auch an. Irgendwie fand ich es schön. Irgendwie war es ungewohnt. Und alle haben gesagt, Christi, behalte es doch. Zieh es einfach mal an mit schicken Schuhen und so. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Und ich glaube, da wird sich noch ein Anlass finden. Eigentlich ist es gar nicht schlecht. Könnte ich auch zur Hochzeit anziehen? Man weiß es nicht. Nein, da habe ich noch ein anderes. Ja, dann gab es noch eine Jeggings in Schwarz, also schwarze Jeans sind eh immer meine. Die ist jetzt von Pieces. Ich hatte, meine ich, auch schon mal eine von Pieces, die ist mir in der Schwangerschaft kaputt gegangen. Aufgrund meiner dezent dicken Oberschenkel. Ja, ich war, also wer mich neu kennt, nicht kennt, also ich war in der Schwangerschaft richtig, richtig, richtig dick. Also dick ist, glaube ich, schon gar kein Ausdruck mehr. Da sind mir einige Dinge kaputt gegangen. Ja. Machen wir weiter. Das bin ja auch komplett ich. Also ist jetzt nicht gebügelt, aber mit so einer langen olivgrünen Bluse. Die werde ich auf jeden Fall auch die nächsten Tage anziehen. Irgendwie mit einer dicken Strumpfhose oder so. Ich liebe so einen Stil. Also das ist völlig meins. Ja. Dann noch eine schwarze, schlichte Hose. Wie gesagt, kann man nie genug haben. Ganz normale Röhrenjeans. Bisschen anderer Stoff, aber wie gesagt, schwarze Hosen könnte ich eigentlich auch jeden Tag tragen. Dazu noch eine schwarz-weiße Bluse. Ja, meine Blusen sind leider auch seit der Schwangerschaft irgendwie ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich mich richtig gefreut. Ich trage ja gerne Blusen eigentlich. Ja, auch mit so einem Ärmel, den man hier auf drei Viertel hochkrempeln kann. Unten so ein bisschen rund geschnitten. Also so eine ganz normale Arbeitsbluse. Die ist übrigens von Primark. Das ist eigentlich echt manchmal auch ganz schicke Sachen. Ja, dann, okay, wie die hier reingekommen ist, weiß ich nicht. Sie ist von Telly Whale. Sie ist keine Röhrenjeans, überhaupt nicht meins. Also die muss mir hier jemand untergejubelt haben. Die werde ich dem Versender einfach mal zurückgeben. Ja, wie gesagt, die wäre noch zur Verfügung, Leute. Ja, weiß nicht, wo die herkommt.
Dann habe ich noch ein Kleid in Schwarz. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Also hier so ein bisschen gebundener, das ist so ein bisschen seidig. Und dann ist das so, ja, mittellang, würde ich behaupten. Ist eigentlich ganz schick, finde ich, kann man gut tragen. Da brauche ich nur noch den perfekten Anlass, aber das kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Wir haben ja dieses Jahr noch einige Dinge vor. Dann habe ich ein Teil, das wurde mir irgendwie angedreht, da war ich mir nicht so ganz sicher. Das ist so ein Vero-Moda-Teil, glaube ich, ohne das jetzt gelesen zu haben. Colors of the World. Weiß ich nicht, ob die Marke von Vero Moda ist. Bin mir unsicher mit dem Muster. Ich denke aber auch, es könnte ganz gut aussehen. Also ich werde es einfach nochmal anprobieren. So, machen wir weiter. So. Und zwar habe ich noch diese Weste, die habe ich erstmal mitgenommen, weil ich sie irgendwie den ganzen Abend anhatte. Sie war mega bequem. Aber ich weiß auch, dass ich immer nicht die passenden Langarm-Oberteile habe für sowas. Ich habe auch einige Westen, ich trage sie nicht so oft und ich habe es mir jetzt vorgenommen, weil es einfach manchmal so bequem ist und man friert nicht und man muss sich groß viel anziehen. Und ich gebe ihr jetzt eine Chance. Mir wird gesagt, ich soll sie bitte erstmal mitnehmen. Es war auch jeder froh, wenn er seine Teile erstmal los war, gut. Aber ja, ich gebe ihr jetzt die Chance. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein Langarm-Oberteil. Okay, das würde ich vielleicht nicht zur dunkelblauen Weste anziehen, aber das ist auch noch ein recht schlichtes Langarm-Oberteil. Ja, wie gesagt, an sowas mangelt es mir komplett zum Unterziehen. Ich habe da einige solche Teile und mir fehlt immer das passende zum Unterziehen halt. Ja, wie gesagt, demnach habe ich das noch in so einem dunkelgrau. Dann, das wurde mir auch untergejubelt hier, Leute. Da wurde mir gesagt, das wird mir stehen, das soll ich anziehen. Das ist durchsichtig, es ist unten eng und es ist ohne Ärmel und mega Ausschnitt. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es einmal anprobieren. Also das ist so ein Teil, es kann gut aussehen, es kann halt auch überhaupt nicht gut aussehen. Ich weiß nicht mal, ob ich reinpasse. Ich habe es dann erstmal hier behalten. Ich werde es nochmal anprobieren. Also da kann ich euch noch nicht viel zu sagen. Das hatte ich auf jeden Fall nicht an. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr sowas findet. Ich war mir mit dem sehr unsicher. Ja, dann machen wir mit einer Sache weiter. Das bin eigentlich auch so typisch ich. So ein Überziehjäckchen mit so einem, ja, wie soll ich das zeigen? So, was dann so hängt, versteht ihr? Also das bin komplett ich. Ich liebe solche Jacken über alles. Die ist von New Yorker. Hier oben noch mit so Knöpfchen. Ich weiß nicht, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich hunderte solche Jacken habe, sowas super gerne trage. Und die ist auch so aus Stoff. Die ist nicht aus diesem Blazerstoff, sondern aus weichem Stoff, elastisch und damit kann man sich auch bewegen und alles tun und lassen, was man möchte. Zum Beispiel sein 15 Kilo Kind durch die Gegend schleppen, ohne dass mein Blusenstoff am Bizeps platzt, weil ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe ein richtiges Problem. Also mir passen oftmals Oberteile in S, aber wenn ich meinen Bizeps anspanne, dann passen sie nicht mehr, ebenso in M. Und das ist dann immer ein bisschen ärgerlich, weil dann sitzen sie am Oberkörper nachher zu locker, dass es nicht mehr gut aussieht. Und das hat man bei so einem Stretching-Stoff auf jeden Fall nicht. Also ich habe damals in meiner Kindheit was falsch gemacht. Geht nicht zum Turnen, Leute. Mein Video ist irgendwo stehen geblieben. Ich glaube euch, als ich euch diese Jacke hier gezeigt habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das Bizeps-Problem. Und mit diesem weichen Stoff hat man es definitiv nicht. Das dehnt sich halt mit. Ich kann damit wirklich alles tun, wonach mir lustig ist, worauf ich Bock habe, wie auch immer. Ohne, dass irgendwas kaputt geht. So, zu guter Letzt habe ich noch ein T-Shirt mitgenommen, mal ein bisschen was Knalligeres. Also mein Kleiderschrank ist ja eher so rosa, weiß, beige, grau, ein bisschen schwarz, eher nicht so viel. Das ist ein bisschen knalliger, ich würde fast sagen so ein Korall. Das dachte ich für den Sommer, ist vielleicht ganz cool. Übrigens ist der Stoff mega weich. Ist von der Marke Tara oder so. Ich weiß nicht, kenne ich überhaupt nicht. Fühlt sich qualitativ mega cool an und das wird im Sommer auf jeden Fall mal angezogen. Vielleicht auch zu einer Hotpen oder wie auch immer. So, jetzt kommen wir zu meinen Beauty-Produkten, die ich so abgestaubt habe. Teilweise auch extra für euch, damit ich es teste und euch berichten kann. Ich muss dazu sagen, also ich zeige euch mal das erste Produkt. Das ist von Vichy, ein Make-up. Nude 25, bin ich sehr, sehr gespannt. Hatte ich von der Marke noch nie.
und nix, also gar nichts. Deswegen bin ich richtig gespannt, wie es ist. Aber was ich dazu sagen will, ist, ich würde nicht von jedem x-beliebigen ein Make-up annehmen. Ich weiß, da, das sind meine Freunde, die würden mir da nichts Ekliges reinmachen, schmieren da keine ekligen Sachen rein. Ich weiß, die Dinge sind ordentlich und die gehen damit gut um. Von Fremden würde ich es vielleicht nicht unbedingt annehmen. Nur so als Hinweis. So, ebenso habe ich den passenden Korrektor dazu. Also das ist jetzt ein Nummer 30 Beige. Wie gesagt, ich probiere es super gerne aus, bin sehr, sehr gespannt. Hatte von der Marke noch nichts. Ja, aber ich fand, das klang ganz vielversprechend. Finde die Packung auch schön, muss ich ehrlich so gestehen. Dann habe ich noch weitere Dinge. Darüber habe ich mich zum Beispiel mega gefreut. Und zwar von Hugo Boss das Duschgel. Tatsächlich habe ich jetzt erst in meinem letzten aufgebraucht, was ich gedreht habe. Das kommt noch online. Also heute ist es noch nicht online, aber wenn ihr dieses Video seht, ist es online. Da hatte ich auf jeden Fall die Bodylotion zu. War sehr, sehr begeistert. Mag den Geruch mega gerne. Deswegen freue ich mich richtig darauf. Ja, dann habe ich hier nochmal von La Roche-Posay oder so, so ein Micellenwasser. Kenne ich auch nicht, bin ich auch sehr gespannt. Freue ich mich auch schon. Meins ist tatsächlich auch gerade leer, das passt wie angegossen. Kommt nämlich jetzt gleich mit ins Bad, weil ich meins heute leer gemacht habe. Da bin ich auch, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Und dann habe ich noch ein Produkt. Und zwar ist das so ein Akne-Produkt. Ich wusste gar nicht, dass die Schwester von meiner Freundin einfach in meiner Hautklinik arbeitet und diese Produkte im Überfluss hat. Ich hatte nämlich damals ein Problem. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe es ganz selten mal an einer Stelle am Rücken, so ein Aknebereich. Und auch die Hautärzte konnten sich das immer nicht erklären, weil ich ja sonst überhaupt nicht so zu Pickeln neige. Und da musste ich mir für knapp 40 Euro damals so eine Creme kaufen. Ja. Die man dann eh irgendwie nur im Winter anwenden konnte und da war das Problem gar nicht so stark und wie auch immer, aktuell habe ich es nicht, aber diesmal bin ich gewappnet für jeglichen Notfall und werde es auch mal irgendwie auf einem Pickel, wenn ich mal so einen habe, anwenden. Das soll Talg reduzieren und hautklärend sein. Eigentlich müsste da noch eine zweite Packung von sein und zwar so eine Fruchtsäurecreme, heißt das Fruchtsäure. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ganz bekannt und gegen Akne und das darf man auch nur verwenden, wenn die Sonne nicht scheint oder beziehungsweise an die Stelle keine UV-Strahlung rankommt. Das tat damals mega, mega gut und bin ich richtig froh, für den Fall der Fälle da zu haben. Es könnte natürlich sein, dass ich es nicht verwenden werde, weil meistens, wenn man sowas zu Hause hat und darauf vorbereitet ist, tritt es nicht ein. Wäre ich aber auch gar nicht so böse. Naja, so. In diesem Sinne habe ich auf jeden Fall eine Menge an Klamotten mehr. Ja, werde einige Dinge nochmal anprobieren. Wenn sie nicht passen, gebe ich sie entweder zurück. Wir spenden das oder. Wir wollten im Sommer eh zusammen Flohmarkt machen. Also von daher macht das halt überhaupt gar nichts. Ich werde es auf jeden Fall gut verwahren. Ja, und dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Es ist echt eine Menge zusammengekommen. Aber wie gesagt, es ging eigentlich um die Party an sich. Ich wollte eigentlich auch nur Dinge loswerden. Naja, ich bin aber auch einiges losgeworden. Die anderen sind Gott sei Dank auch mit so viel Klamotten nach Hause gelaufen wieder. Also, ja, wie auch immer. Ich kann sowas jedem nur empfehlen. Es war sehr kostengünstig für alle Beteiligten. Es hat mega Spaß gemacht. Wir hatten einen schönen Abend. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.